Meine Damen, meine Herren, in jüngster Zeit geistert vor allem in den USA, und wir haben es eben ja schon gehört, der Begriff durch die politische Landschaft, nämlich der des demokratischen Sozialismus. Die Botschaft zieht auch und gerade in den USA viele junge Menschen in ihren Bann, weckt bei ihnen die Assoziation, dieses Mal wird alles anders oder das wurde ja auch noch nie ausprobiert. Als Ikone des demokratischen Sozialismus hat sich in den USA die junge Abgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez, kurz AOC, etabliert, eine Befürworterin auch der Modern Money Theory, die in keiner Weise neu ist, vielmehr alter Wein ist in neuen Schläuchen, eine Theorie, die einen alten Irrtum auch wiederkäut, nämlich dass es Geldmangel sei, der unser aller Wohlstand im Wege steht und nicht die Knappheit der Güter. Auch im Hamburger Programm der SPD findet sich übrigens dieser Begriff demokratischer Sozialismus. Professor Dr. Philipp Bagus, den ich Ihnen natürlich bestimmt nicht näher vorstellen muss, er ist zum dritten Mal heuer bei einer Konferenz dabei, er war bei allen Seminaren als Vortragender dabei. Er hat sich für uns mit diesem Phänomen demokratischer Sozialismus beschäftigt. Freuen Sie sich auf seinen Vortrag Demokratischer Sozialismus. Dieses Mal wird alles anders. Guten Tag zusammen. Ich freue mich sehr, wieder hier sein zu dürfen zum dritten Mal. Es ist mir eine große Ehre. Ich möchte heute kurz auf die Gefahr, auf die neue Gefahr aufmerksam machen, dass ein neuer Anlauf unternommen werden soll, den Sozialismus, von dem wir heute schon so viel gehört haben, einzuführen. Ich möchte darauf eingehen, wie die vergangenen Experimente des Sozialismus verlaufen sind mit drei Phasen und dann überlegen, wie es überhaupt möglich ist, nach diesen Experimenten, nach dem Ausgang dieser Experimente, dass man überhaupt diesen Gedanken in Erwägung zieht, es nochmal zu probieren. Und dann werde ich zu einer theoretischen Definition des Sozialismus kommen, die mir dann ermöglicht zu zeigen, dass es diesmal auch nicht anders werden kann. Ja. Also zunächst, die Geschichte wiederholt sich, neue Beliebtheit für den Sozialismus, wir haben gehört, der Juso-Vorsitzende Kevin Kühnert ist sich nicht zu schade, die Verstaatlichung der Automobilindustrie zu fordern. Man wagt es öffentlich mit dem Gedanken von Immobilienenteignungen zu spielen. Es gibt einen Mietendeckel sogar schon. Der Zeitgeistphilosoph und Hofintellektuelle David Precht fordert mehr Verbote. Die Mauerschusspartei sitzt in mehreren Regierungen und Parlamenten. Und jetzt jüngst das Klimapaket, sind wir jetzt schon auf dem Weg in die Klimaplanwirtschaft. Also es geht ganz klar in diese Richtung, dabei ist der Sozialismus mit Pauken und Trompeten vielmals gescheitert. Im Altertum ist er in Mesopotamien, im alten Ägypten und im alten China gescheitert, im Mittelalter bei den Inkas und im Jesuitenstaat und in der Neuzeit in der Sowjetunion, China, Nordkorea, Vietnam, Angola, Albanien, Mosambik, Tansania, Jugoslawien, Ungarn, Polen, der Tschechoslowakei, Somalia, Kuba, Nicaragua, der DDR und Venezuela. Trotzdem, in einer Umfrage von 2002 in Ostdeutschland haben 82% der Befragten angegeben, dass der Sozialismus prinzipiell eine gute Idee sei. Einfach nicht gut implementiert. Ja, und das ist auch gerade die Ausrede heute beim demokratischen Sozialismus, dass er eben, der Sozialismus wurde halt niemals richtig angewendet. Beim demokratischen Sozialismus wird es anders, er wird besser, er wird demokratischer, er wird bottom-up, ohne Verletzung von Menschenrechten, er benutzt auch die neue Technologie, Big Data, das wird alles wundervoll. So, wie ist das also möglich, dass nach diesem Track-Record dieser Geschichte man überhaupt wagt, solche Gedanken noch weiter zu verbreiten oder auf die Idee zu kommen? Nun ist es den Sozialisten ist es erfolgreich gelungen, sich von diesen Experimenten zu distanzieren. Dabei waren die Intellektuellen selbst von diesen Experimenten nicht immer distanziert. Christian Niemitz hat dazu ein brillantes Buch geschrieben,
mit dem Titel Socialism, the failed idea that never dies. Und er beschreibt, Christian Niemitz beschreibt drei Phasen, die es bei der Behandlung dieser sozialistischen Experimente durch die Intellektuellen immer gibt. Die erste Phase ist so eine Art Flitterwochenphase, frisch verliebt, die Intellektuellen sind begeistert von dem neuen Experiment, alles toll. In der zweiten Phase, wie in der Ehe, kommt es zu den ersten Krisen und ersten Probleme, werden sichtbar. Es kriselt in der Beziehung zwischen den Intellektuellen und dem Experiment, aber nach außen wird es immer noch verteidigt. Man startet Gegenangriffe, aber guckt doch mal auch da, und Ausflüchte. Und die dritte Phase ist dann die Trennung, die Scheidung. Man distanziert sich. Ah, das war doch gar nicht der richtige, der wirkliche Sozialismus. Sowjetunion, DDR, Venezuela, das ist gar nicht demokratischer Sozialismus gewesen. Das waren Verirrungen mit Stasi, Gulags. Der demokratische Sozialismus, der wäre ganz, ganz anders. Und Niemitz zeigt dann an den mehreren historischen Beispielen, dass es halt immer so abläuft. Es gibt erst die Flitterwochen mit der Begeisterung, da gibt es sogar Pilgerfahrten, dann pilgern die Intellektuellen dahin, auch in die Sowjetunion. Und da darf man auch nicht unterschlagen, dass auch der Sozialismus der Sowjetunion ein demokratischer Sozialismus sein sollte. Und so angepriesen wurde. Es wurde sogar dargestellt als eine Graswurzeldemokratie. Das heißt, dieser Banner des demokratischen Sozialismus ist überhaupt nicht neu. Der Sowjet, ja, das war ein gewählter Arbeiterrat, der über die Geschicke des Unternehmens bestimmen wollte. Die Sowjetunion kommt von Sowjet. Unter den Pilgern in der Sowjetunion, da waren zum Beispiel Sidney und Beatrice Webb, die Gründer der London School of Economics, der wir heute noch viele brillante Ökonomen zu verdanken haben. Und die waren auch begeistert von der Graswurzeldemokratie und der demokratisierten Wirtschaft, die sie da gezeigt bekamen und feststellten. Auch andere Intellektuelle waren von der Sowjetunion in dieser ersten Phase begeistert, George Bernard Shaw, Theodore Dreiser. Dann in der zweiten Phase Walter Duranty, kam dann mit der Entschuldigung und sagte, also in der zweiten Frage gibt es ja die ersten Krisen, und dann dachte ja, man kann auch kein Omelett machen, ohne Eier zu zerschlagen. Das ist ja logisch. Auch Bertolt Brecht war erst ein Fan von Stalin, traut um seinem Tod erst nach der Geheimrede von Khrushchev und der Entstalinisierung hat er sich da abgewendet. Beim maoistischen China das Gleiche, auch da gab es westliche Pilger und Verteidiger wie Jean-Paul Sartre, der hat gesagt, ja, a revolutionary regime must get rid of a certain number of individuals. Klar. Ne? Kuba, da gibt es noch heute westliche Pilger, die da hinfahren. Eine ganze Che Guevara-Industrie gibt es da bis heute noch. Selbst Nordkorea hatte seine Fans. Die Ökonomin Joan Robinson von der Cambridge University, Cambridge School of Economics, hat eine Pilgerfahrt unternommen und von einem Wirtschaftswunder gesprochen in Nordkorea. Kambodscha, auch da gab es zunächst, muss man sich mal vorstellen, Kambodscha gab es auch Lob für das egalitäre Experiment, und der überintellektuelle Noam Chomsky hat da Pol Pot zu Beginn verteidigt. Die DDR, ja, da hat die SED ja sozusagen buchstabengetreu das Vorkriegswahlprogramm der KPD umgesetzt, also das große Experiment auf deutschem Boden, ja, bis zum Mauerbau am 13. August 1961 sind also mindestens 2,7 Millionen von Ost nach West geflüchtet, also mit der Abstimmung mit den Füßen, ja, sozusagen nur die Familie Merkel hat es andersrum gemacht. Aber auch hier gab es westliche Bewunderer der DDR, wie anfangs auch Bertolt Brecht. Und dann haben wir das jüngste Beispiel Venezuela. Das war dann der Sozialismus des 21. Jahrhunderts, ja, wieder anders, ne? Ein demokratischer Sozialismus, Graswurzel, Arbeiterkooperativen. Und da hatten die auch mal zunächst Glück, weil da gab es gerade einen Ölboom. Ne? Und da sah es erstmal ganz gut aus mit diesem Experiment. Und es kam Pilger, wieder mal Noam Chomsky, der also sich mit Chavez auch getroffen hat. Und er sagte, ja, das ist diesmal der richtige Sozialismus, alle begeistert. Dann kommt die zweite Phase, ja, das ist dann die Verteidigungsphase, wenn es die ersten Risse gibt in der Illusion, aber das Experiment weiter verteidigt wird. Ja, da gibt es Unruhen, weil die CIA, die mischt das so ein bisschen auf, und die Unternehmer,
die feuern das auch an. Und eine dritte Phase dann Zusammenbruch, ja, wie immer, ja, Chomsky sagt, ja, das war nicht Sozialismus, ganz klar. Chavez ist nicht weit genug gegangen und die gierigen Kapitalisten haben es kaputt gemacht. Ne? So, also wie ist so ein Comeback dann möglich? Warum bleiben uns die sozialistischen Ideen erhalten? Das erste haben wir schon gesagt, ist eine Distanzierung. Man distanziert sich von diesen vergangenen Experimenten. Es war nicht wirklich Sozialismus. Noam Chomsky hat dann zur Sowjetunion zum Beispiel gesagt, it had nothing to do with socialism. Klar, nothing, absolut nothing. Immer im Nachhinein dann. Und dann wird versprochen, ja, diesmal wird es alles anders. Ein neuer Sozialismus. Es soll zur Demokratisierung der Wirtschaft kommen, von der Basis nach oben. Es bleibt dann immer so abstrakt, ne, und so wenig greifbar. Die konkreten Institutionen werden nicht erwähnt, wie das dann funktionieren soll. Sollen die Arbeiter direkt über die Produktion dann bestimmen im demokratischen Sozialismus? Was bedeutet es, wenn mir der 82-millionste Teil einer Schuhfabrik oder eines Start-ups gehört? Wie soll ich da genau demokratisch mitmischen? Bestimme ich Vertreter, die dann doch wieder Entscheidungen für mich treffen? Wie soll das genau laufen? Ja, das wird dann nicht konkretisiert. Der zweite Aspekt, warum uns der Sozialismus mit seinen Ideen erhalten bleibt, ist, dass die Leute schlichtweg keine Ahnung von Ökonomie haben. Das ist dann auch sozusagen unsere Schuld, unsere Mea Culpa, da haben wir noch nicht geschafft. Der dritte Grund ist die Post-Hoc-Rationalisierung. Jonathan Haidt hat 2012 ein Buch veröffentlicht, The Righteous Mind. Why good people are divided by politics and religions. Und er hat einen recht interessanten Erklärungsansatz. Er sagt, wir Menschen kommen zunächst immer zu einem Schluss und später suchen wir dann nach einer Begründung für diesen Schluss. Wir sind sozusagen wie ein Rechtsanwalt, der einen Mandanten verteidigen soll. Also wir fangen erstmal an, der Mandant ist unschuldig, ne? Sozialismus ist unschuldig. Und dann kommen wir und tragen die Beweise zusammen. Und wenn das Alibi des Mandanten dann zusammenbricht, ja, dann sucht der gute Rechtsanwalt natürlich nach einer anderen Verteidigungsstrategie. Und wenn die Beweise so erdrückend sind, selbst wenn die Beweise erdrückend sind, macht er die möglichst kleine Konzession, die kleinstmögliche Konzession. Das ist fast wie ein Verschwörungstheoretiker, auch wenn alles gegen die Verschwörung spricht, was weiß ich, gestellte Mondlandung, die Position wird niemals aufgegeben. Es ist also erstmal eine Intuition, ein Gefühl sagt den Menschen, dass der Sozialismus gut sein muss und dann im Anschluss werden die Argumente dafür gesucht. Brian Kaplan hat auch ein interessantes Argument, warum der Sozialismus sich der Beliebtheit erfreut, die sogenannte rationale Irrationalität. Also man kann durchaus an etwas Falsches glauben, weil dadurch zum Beispiel Stolz, Vergnügen oder einfach ein gutes Gefühl ausgelöst wird. Somit ist es nach Kaplan auch ganz rational, etwas Falsches zu glauben, wenn es ein gutes Gefühl erzeugt in einem. Es wäre nur irrational, etwas Falsches zu glauben, wenn die Menschen in erster Linie Wahrheitssucher wären. Sind wir aber nicht. Vielleicht wir hier, aber meistens nicht. Zumindest nicht alle. Natürlich haben falsche politische Glaubenssätze auch Kosten. Der Sozialismusglaube hat auch Kosten. Nur werden die Kosten halt nicht nur von denjenigen getragen, die diesem Irrglauben anhängen, sondern von allen. Bei einem individuellen Irrglauben, da trägt, wenn ich zum Beispiel glaube, ja, bei einem Gewitter ist es gut, dass ich mich unter einen Baum stelle, dann trage ich nur die Kosten. Aber beim Sozialismus ist es eben so, dass da Gewalt gegenüber Dritten ausgeübt wird und da betrifft es eben auch Dritte, wenn die Mehrheit einem Irrglauben anhängt. Die Kosten werden von allen getragen, nicht nur von denen, die da auf dem Holzweg sind. Und um die richtige Auffassung zu haben, dafür muss man erstmal Ökonomie studieren, Human Action lesen, das natürlich sehr zeitaufwendig kostet. Und ja, der Sozialismusglaube gibt vielen Menschen ein emotional gutes Gefühl, auch ein Gefühl der Überlegenheit. Wir wissen das alle, wir kennen das.
Und das Verabschieden vom Sozialismusglauben hat auch hohe emotionale Kosten. Ne? Wenn ein Hofintellektor wie Noam Chomsky mit vielen Fans sich eingestehen würde, ja, in Venezuela, das war richtiger Sozialismus, echter Sozialismus, dann hätte das persönlich hohe Kosten für ihn. Gut, das führt uns dann zur nächsten Frage, ja, aber warum sind die Intuitionen, ne, überhaupt sozialistisch? Und da hat Peter Foster 2014 ein Buch geschrieben, Why We Bite the Invisible Hand, the Psychology of Anti-Capitalism. Ja, und Hayek sagt das auch an mehreren Stellen. Wir haben hunderttausende von Jahren als Jäger und Sammler gelebt. Im Steinzeitstamm gab es so etwas wie zentrale Planung und gemeinsame Ziele. Man kam dem nahe, es gab relativ wenig Arbeitsteilung, relativ wenig Handel mit oder kaum Handel mit Fremden, mit anderen Stämmen. Es war gut, was gut für das Wohl der Gruppe war. Also eine Idee einer unsichtbaren Hand oder dass der Egoismus des Einzelnen zum Wohl aller führen würde, das machte unter den Bedingungen eben im Steinzeitstamm weniger Sinn. Das heißt, die meisten antikapitalistischen Instinkte sind Ausfluss dieser primitiven Erfahrung und der Fünfjahresplan im Grunde die Sehnsucht nach der Besprechung am Lagerfeuer des Steinzeitstammes. Also, der Rechtsanwalt und Verteidiger des Sozialismus versucht immer ein Gegenargument zu finden, eine Ausrede, ein Ablenkungsmanöver zu starten, um die Idee des Sozialismus trotz dieser gescheiterten Experimente zu verteidigen und zu sagen, ja, jetzt machen wir den richtigen demokratischen Sozialismus, bei dem alles anders wird. Die einzige Möglichkeit, dem beizukommen, ist eine grundlegende theoretische Widerlegung des Sozialismus. Und deswegen möchte ich jetzt den Sozialismus definieren, beziehungsweise verschiedene Definitionen ansprechen. Zunächst einmal Mises. Mises in seinem Buch Die Gemeinschaftswirtschaft von 1922 schlägt eine ökonomische Definition des Sozialismus vor. Bei ihm ist der Sozialismus das staatliche Eigentum der Produktionsmittel. Wenn es kein Privateigentum an Produktionsmitteln gibt, an Maschinen, Fabriken, Rohstoffen, Energie, dann werden diese Produktionsmittel auch nicht in einem Markt gehandelt. Folglich gibt es auch keine Marktpreise für Maschinen, Fabriken, Transportmittel, Rohstoffe und Energie. Und ohne Marktpreise, so schließt Mises brillant, gibt es auch dann keine Wirtschaftsrechnung oder Kostenrechnung, wie wir heute sagen würden. Das bedeutet, wir können nicht wissen, ob der Marktwert der Inputs, der Kosten, höher oder niedriger ist als der Marktwert der Outputs. Haben wir Wert geschaffen oder haben wir Wert zerstört? Das geht im Sozialismus nicht, weil man dafür Marktpreise bräuchte. Selbst wenn der zentrale Planer festlegt, was produziert werden soll, ist immer noch nicht klar, wie es produziert werden soll. Und ohne Marktpreise wissen wir nicht die günstigste Methode. Wir können Leiter in einem Computerchip aus Kupfer, Gold, Silber oder Lithium herstellen. Wenn alles gleich gut funktioniert, normalerweise würde man dann die günstigste Methode nehmen, aber ohne Marktpreise geht es eben nicht. Soweit also die Misesche Definition. Diese Definition ist etwas restriktiv und statisch und in meinen Augen auch strategisch im Hinblick auf den demokratischen Sozialismus nicht optimal. Denn für Mises, wie auch für Hayek, ist der ganze Interventionismus ist für ihn kein Sozialismus. Obgleich der Unterschied nur graduell ist und die Verzerrungen sehr ähnlich sind. Deswegen hat dann Hans-Hermann Hoppe auch 1989 in seinem Buch A Theory of Socialism and Capitalism eine weitaus, ja, umfassendere Definition des Sozialismus geliefert. Für Hoppe ist der Sozialismus eine institutionelle Aggression gegen das Privateigentum. Und dann darunter fallen natürlich dann auch Regulierungen, Steuern und so weiter. Also etwas, was bei Mises nicht Sozialismus wäre, sondern Interventionismus.
Und der Vorteil bei Hoppe ist auch, dass es etwas dynamischer ist als die miesische Definition. Huerta de Soto, Professor Huerta de Soto, sagt ja, die Definition von Hoppe ist sehr gut. Er setzt jedoch daran noch aus, dass man dazu ja zunächst einmal das juristische Konzept des Privateigentums erklärt und definieren müsse und dass die menschliche Handlung als Ursprung aller ökonomischen Phänomene nicht explizit erwähnt wird. Und deswegen macht er die Definition des Sozialismus noch ein bisschen grundlegender und definiert sie als jedes System der institutionellen Aggression gegen die menschliche Handlung oder gegen das Unternehmertum. Also jedes System der institutionellen Aggression gegen die menschliche Handlung. Wenn wir uns diese Definition etwas genauer anschauen, die Elemente anschauen, was heißt das System der institutionellen Aggression gegen menschliche Handlung? Erstmal gibt es da eine Aggression, das heißt physischen Zwang, physische Gewalt oder die Androhung physischer Gewalt. Und physische Gewalt oder die Androhung physischer Gewalt ist immer von außen beobachtbar. Die geschwungene Peitsche ist die Androhung physischen Zwangs. Genauso wie die Aussage, wenn du nicht die Steuern bezahlst, stecken wir dich ins Gefängnis, kommst du nicht mehr raus, siehe Uli Hoeneß. Das Spezifische am Sozialismus ist nun, also physischer Zwang, physische Gewalt, aber ist auch systematisch, institutionell. Ja, was heißt das denn? Es gibt einen Unterschied zwischen systematischem Zwang oder institutionellem Zwang und asystematischem, nicht institutionellem Zwang. Die asystematische Gewalt, der asystematische Zwang, der ist immer vereinzelt, isoliert, begrenzt, nicht wiederkehrend und nicht vorhersehbar. Der systematische oder institutionelle Zwang ist umfassend, grenzenlos, wiederkehrend und vorhersehbar. Der nicht systematische Zwang ist der des Verbrechers, des Taschendiebs, des Räubers. Er ist einzeln, erratisch, nicht vorhersehbar. Es sind einzelne Noten, die da mal erklingen. Und man kann sich über Versicherungen und Sicherheitsagenturen dagegen zur Wehr setzen. Der systematische Zwang hingegen, der die Idee des Sozialismus, das Herz des Sozialismus ausmacht, der ist umfassend, wiederkehrend und vorhersehbar. Er ist immer da. Das ist so eine Art Hintergrundmusik, der ist immer da. Und das ist der Zwang des Staates. Es gibt natürlich auch Graustufen zwischen dem Taschendieb und dem Staat. Das sind dann Verbrecherbanden wie die Mafia. Das ist dann auch schon, die Mafia übt dann auch schon mehr systematische Gewalt aus als ein Taschendieb natürlich. Ne? Terrorgruppen wie die RAF oder die Antifa. Die kommen natürlich rein quantitativ noch nicht an den Staat heran. Ne? Die RAF soll 33 Menschen getötet haben. Die deutschen Staaten im 20. Jahrhundert haben Millionen von Menschen getötet. Die RAF hat ein paar Menschen entführt. Der deutsche Staat hat hunderttausende junge Menschen, Männer in die Wehrpflicht gepresst. Die RAF hat ein paar Banküberfälle durchgeführt und die Bundesrepublik aber knöpft den Bürgern jedes Jahr Milliarden Steuergeldern ab. Also es gibt da einen fließenden Übergang von der asystematischen Gewalt zu der immer systematischen Gewalt. Und die systematischste, die umfassendste ist eben der Staat. Also der Sozialismus ist die Ausübung systematischer Gewalt, systematischem Zwang gegen die menschliche Handlung. Und es gibt dann natürlich auch Arten und Stufen des Sozialismus. Der reale Sozialismus ist der umfassendste und totalitärste. Das ist, wenn die Produktionsmittel in der Hand des Staates liegen. Der Sozialismus der Sowjetunion, der DDR, heute noch in Kuba oder Nordkorea. Es ist der Fall, auf den sich Mises bezieht mit seiner Analyse des Sozialismus oder was Mises Sozialismus nennt, wo er die Unmöglichkeit der Wirtschaftsrechnung feststellt. Dann gibt es auch noch den rechten, den konservativen oder nationalen Sozialismus. Und wie alle Spielarten des Sozialismus unterscheidet er sich nicht im Mittel, weil das Mittel ist die systematische Gewalt, sondern im Ziel, das verfolgt wird. Was will der rechte Sozialismus? Er will zum Beispiel den Status quo erhalten. Die Gesellschaft soll sich nicht verändern.
die Bauern oder das Militär soll das Sagen haben. Es gibt militärische Ziele zum Beispiel. Bestimmte Gruppen sollen mehr Macht, mehr Landbesitz bekommen. Das ist der Faschismus Mussolinis, auch die ersten Jahre von Franco und natürlich der Nationalsozialismus Hitlers. Aus ökonomischer Sicht sind die Unterschiede zwischen der Sowjetunion und dem Nationalsozialismus minimal. Hier wie dort wird die Wirtschaft zentral geplant. Ein dritter Typ des Sozialismus ist der christlich geprägte oder chiliastische Sozialismus, der den Himmel auf Erden herstellen möchte. Die Befreiungstheologien in Südamerika gehören dazu. Auch der wissenschaftliche Sozialismus sei erwähnt, in dem sich die Sozialingenieure dann daran machen, von oben mittels systematischer Gewalt die Gesellschaft zu verbessern und umzuformen. Und Hayek hat ja viel über die Anmaßung von Wissen bei diesem Typ des Sozialismus geschrieben, der sich dann auch mit den anderen Typen mischt. Dann gibt es noch den syndikalistischen Sozialismus, der möchte über Kooperativen die Wirtschaft steuern, also die Unternehmen werden enteignet und die Kontrolle werden Arbeiterkomitees übergeben. Das wurde in Jugoslawien ausprobiert und auch in Ansätzen in Venezuela. Und dann gibt es eben noch den demokratischen Sozialismus. Auch hier gibt es wieder Untervarianten. Historisch entstand der demokratische Sozialismus, auch Sozialdemokratie genannt, durch, das haben wir auch gerade bei Professor Müller gehört, durch die taktische Trennung vom Kommunismus oder realen Sozialismus in Deutschland. Er zeichnet sich eben aus, dass demokratische Methoden verwendet werden sollen. Und es soll auch kein allgemeines staatliches Eigentum an den Produktionsmitteln geben. Nur Schlüsselindustrien sollen verstaatlicht werden, jedoch nicht die gesamte Wirtschaft. Der systematische Zwang ist hauptsächlich im fiskalischen Bereich. Es gibt hohe Steuern, einen ausgebauten Wohlfahrtsstaat und Regulierungen aller Art kennzeichnen den demokratischen Sozialismus. Entscheidend ist jetzt, das ist mein wichtigster Punkt, dass der Unterschied zwischen dem realen Sozialismus der Sowjetunion und dem demokratischen Sozialismus kein Klassenunterschied ist, sondern ein gradueller Unterschied beim Ausmaß der Anwendung systematischer Gewalt. Tatsächlich ist auch die Anwendung systematischen Zwangs, systematischer Gewalt im demokratischen Sozialismus sehr ausgeprägt. Er umfasst fast alle Lebensbereiche, von der Wiege bis in den Tod, begleitet uns der Wohlfahrtsstaat, der regulatorische Paternalismus und der Steuerungswahn. Ein Unterschied im realen Sozialismus und demokratischen Sozialismus besteht natürlich in der demokratischen Wahl. Stalin war nicht demokratisch gewählt, Angela Merkel ist demokratisch gewählt. Für die Folgen des Sozialismus ist es aber völlig unerheblich, wer die Gewalt, wer den systematischen Zwang ausübt. Es ist nicht entscheidend, ob der Zwangsausüber demokratisch gewählt per Los bestimmt ist oder diktatorisch agiert wie Stalin. Entscheidend ist, dass jemand überhaupt systematischen Zwang ausübt und daher die Menschen anders handeln, als sie in Freiheit gehandelt hätten. Wenn es zum Beispiel verboten ist, Löhne unterhalb eines Mindestlohns zu zahlen, hat das ökonomische Auswirkungen. Und die sind unabhängig davon, ob das Mindestlohngebot von einem autoritären Staat oder von einer demokratischen Regierung erlassen wurde. Es ist völlig unerheblich. Der Mindestlohn hat immer die gleichen Folgen. Es kommt einzig und allein auf das Ausmaß und den Umfang der systematischen Gewalt an. Es kommt noch hinzu, dass, wie uns die Theorie des Interventionismus von Mises zeigt, dass sich ja der demokratische Sozialismus, in dem es formal noch in vielen Bereichen Privateigentum gibt, sich allmählich in einen realen Sozialismus wandelt. Denn der demokratische Sozialismus, insoweit er auch Interventionismus ist, ist nicht stabil. Er führt zu Problemen, die meist dann mit weiteren Interventionen bekämpft werden. Ein Mietendeckel führt zur Wohnungsknappheit und zu verfallenden Wohnungen und dem kann der Staat dann entgegentreten, indem er selbst Wohnungen baut oder alte aufkauft oder nach und nach die Wohnungsbauindustrie verstaatlicht. Also die Unterschiede der verschiedenen Arten von Sozialismus, den wir auch Etatismus nennen könnten, sind graduell
Und es ist kein Klassenunterschied, wie Hayek oder sogar Mises meinten. Der Etatismus ist ein Virus, von dem alle Länder der Welt mehr oder weniger stark befallen sind. So, warum wird es jetzt diesmal nicht anders? Das ist schon fast offensichtlich. Es gibt eben ökonomische universelle Gesetze. Und immer wenn systematische Gewalt angewendet wird, werden die gleichen Wirkungen entstehen. Menschen handeln anders, als sie ohne diese Gewaltandrohung gehandelt hätten. Das unternehmerische Handeln in dem Bereich der Gesellschaft, in dem der systematische Zwang waltet, wird behindert. Ein kreatives Lösen von Problemen unterbleibt, weil es in diesem Bereich, wo die Gewalt die Freiheit behindert, keine Gewinnmöglichkeiten gibt, die Unternehmer entdecken könnten. Das heißt, der Wettbewerb und das Ausprobieren von neuen Lösungen, der Prozess von Versuch und Irrtum unterbleibt. Gesellschaftliche Verzerrungen werden dann nicht mehr unternehmerisch gelöst, weil eben das unternehmerische Handeln in dem Bereich verboten ist. Die Verzerrungen bleiben und wachsen. Und in der Tat bestehen alle unsere sozialen Probleme, wo sie auch hinschauen, in den Bereichen, in denen der Staat eingreift. In der Bildung, Gesundheit, Arbeitsmarkt, Landwirtschaft, Migration. Überall, wo der Staat eingreift, da sind die Probleme. Und auch das von Mises angesprochene Problem der Unmöglichkeit der Wirtschaftsrechnung im Sozialismus ist ein graduelles Problem. Ohne Gemeineigentum an den Produktionsmitteln gibt es keine Marktpreise. Es gibt aber auch keine Marktpreise in den Sektoren, in denen der Staat tätig ist und die Preise durch seine Tätigkeit, seine Regulierung, seine Steuern, seine Subventionen oder Vorschriften verzerrt. Die Preise sind da keine Marktpreise mehr. Sie basieren nicht mehr ausschließlich auf Knappheiten und den subjektiven Wertungen der Menschen. Nehmen wir das Beispiel des Bildungssektors, in den der Staat ja massiv eingreift und Schulen anbietet. In diesem Bereich herrscht größter systematischer Zwang. Es ist, wenn Sie so wollen, partieller Sozialismus. Und es stellt sich da das Problem der Wirtschaftsrechnung. Wie viele Schulen soll es geben? Wo sollen die gebaut werden? In der Innenstadt oder lieber besser in den Außenbezirken? Wie viele Schüler soll es pro Klasse geben? Welche Qualität, Ausbildung sollen die Lehrer haben? Oder die Gebäude? Welche Fächer sollen unterrichtet werden? Welche Lehrmethoden, welche Bewertungsmethoden sollen verwendet werden? Soll es eine Schulgebühr geben? Und wenn ja, wie hoch soll die sein? Sollen die Bücher bezahlt werden, die Schulbücher? Es geht noch weiter. Wie viel Prozent des BIPs sollen für die Bildung verwendet werden? Weil es gibt ja noch andere Bereiche. Wie viel Prozent sollen für Gesundheit, wie viel Prozent sollen für Infrastruktur verwendet werden? Wie viele Gerichte soll es geben? Wie viele Gerichte? Da tappt der Staat völlig im Dunkeln. Er kann es nicht berechnen. Die Wirtschaftsrechnung kann er da nicht verwenden. In einer Marktwirtschaft würden Unternehmer verschiedene Schulmodelle anbieten und ihre Planungen, ihre Experimente, ihre Versuche auf die Basis von realen Marktpreisen stellen. Wie viel sind die Eltern bereit, für welche Art von Bildung zu bezahlen? Und dann, wie viel kostet ein besseres Gebäude, bessere Lehrer, bessere Lehrmaterialien? Für alle diese Dinge würde es in einem Markt Marktpreise geben, auf denen unverzerrte Marktpreise gehen, auf deren Basis der Unternehmer rechnen kann. Im staatlichen Bildungssektor ist die Wirtschaftsrichtung unmöglich. Die Folge ist dann Chaos. Das Bildungsniveau fällt, viele beenden die Schule nicht, die Schulabgänger sind nicht für die Anfordernisse des Arbeitsmarktes und des Lebens gewappnet. Das Problem ist die Wirtschaftsrechnung. Ohne Wirtschaftsrechnung geht es nicht. Und im heutigen sozialistischen Bildungssystem ist die Wirtschaftsrechnung nicht möglich, weil es keine Marktpreise gibt. Wo es keine Marktpreise gibt, da ist Chaos. Wo es systematischen Zwang gibt, wo es Staat gibt, da ist Chaos. Und das war so, das ist so und das wird immer so sein. Und deswegen wird es auch beim demokratischen Sozialismus diesmal nicht anders sein. Vielen Dank.